Wichtig ist immer, wenn man in der Gewichtsreduktion aktiv ist, dann sollte man natürlich so schnell wie möglich abnehmen. Das ist der Wunsch der meisten. So schnell wie möglich abnehmen, und zwar, wenn es geht, in 4, 6 oder 8 Wochen maximal viel Gewicht verlieren. Geht das? Ja, das geht tatsächlich, kann man machen. Das man natürlich bedingt durch extrem viel Bewegung, wesentlich mehr, wie im Durchschnitt man vorher gemacht hat, dass man sagt, ich gehe in der Woche 6, 7 Mal Sport machen, 1, 2 Stunden, weil ich es natürlich wahnsinnig eilig habe, meine passive Masse, meine passive Fettmasse zu eliminieren. Kann man machen. Man kann natürlich auch durch ganz wenig Essen, indem man super wenig zuführt, dafür sorgen, dass der Körper ganz schnell ganz viel Gewicht verliert. Man kann zusätzlich noch irgendwelche Wirkstoffe nehmen, wie Koffein, wie was es aus dem Markt gibt und den Körper extrem pushen. Das Problem dabei ist, man nimmt zwar sehr, sehr schnell und rapide ab, aber die Nebenwirkungen sind meistens sehr, sehr krass. Wenn es einmal im Bereich der Medikamente ist, wenn es einmal im Bereich der Supplemente ist, dann können die Nebenwirkungen sein, Übernervosität, Tremor, Zittern, hoher Blutdruck, bei manchen sogar niedriger Blutdruck, Schwindelgefühle. Und all die Dinge sind natürlich ein Feedback vom Körper, dass das, was wir da tun, nicht besonders gut ist. Noch ein Grund, warum diese rapide Gewichtsabnahme keinen Sinn macht, ist die, dass natürlich in der Regel, wenn es übertrieben wird, zu wenig Nährstoffe zugeführt werden, zu viel trainiert wird, dass dann natürlich auch die Muskelmasse drunter leidet, dass dann Menschen größere Mengen Muskelmasse verlieren. Und Muskelmasse sollten wir auf gar keinen Fall verlieren. Warum? Weil die Muskelmasse ist ein Garant dafür, dass der Körper ausreichend genügend Nährstoffe verbraucht. Wenn wir die Muskelmasse reduzieren, geht natürlich auch der Grundumsatz nach unten, das heißt, der Körper verbraucht dann einfach weniger Energie. Zusätzlich, bei rapiden Gewichtsreduktionen ist es so, dass dem Körper natürlich auch ein Teil von wichtigen Nährstoffen entzogen wird, wie zum Beispiel zu wenig Fett, wie zum Beispiel zu wenig Proteine. Und das ist natürlich ein sogenannter Super-GAU für den Körper, das ist so eine sogenannte Eiszeit. Und der menschliche Organismus, der ist da schon in der Lage zu sagen, naja, ich werde das schon überstehen, indem ich natürlich gewisse Dinge entsprechend der Nährstoffzufuhr anpasse. Alle energieverschleißenden Prozesse, Zellregeneration, Organfunktion, Hautregeneration, Haarwachstum, Fingernagelwachstum, wird alles dem angepasst, was an Energie von außen zugeführt wird. Und somit programmiert sich der menschliche Stoffwechsel, beziehungsweise der menschliche Stoffwechsel kann sich dann auf eine Verlangsamung programmieren. Das heißt, er verbraucht einfach wesentlich weniger Energie. So, und was passiert? Richtig. Nach einer gewissen Zeit haben die Menschen dann tatsächlich ihr Gewicht reduziert, und zwar weit reduziert, und sagen dann, okay, alles wieder gut, jetzt kann ich wieder essen, was passiert? Richtig, der berühmte Jojo-Effekt, die Menschen nehmen sofort wieder zu. Das ist ein Aspekt, warum zu schnelles, rapides, reduziertes Gewicht keinen Sinn macht. Warum? Weil die Maßnahmen, die man dafür ergreift, das Gewicht rapide zu reduzieren, auf Dauer nicht gehalten werden können. Das heißt, das Vorhaben ist dauerhaft nicht umsetzbar. Deswegen macht die rapide Abnahme schon mal keinen Sinn. Das nächste ist, wenn man Muskelmasse verloren hat, Muskelmasse aufzubauen, ist immer ein schwieriges Vorhaben, wieder Muskelmasse draufzukriegen. Also der Körper kann, wenn es ganz dumm läuft, wenn man einen kompletten Raubbau betreibt, schnell Muskelmasse verlieren, aber der Aufbau dauert wieder etwas länger. Zusätzlich ist ja auch so, dass die Haut, die ist natürlich in gewissen Umfang gewöhnt. Wenn jetzt jemand rapide, sehr schnell Gewicht reduziert, ist oft so, dass die Haut weich wird, dass unten drunter Muskelmasse und Fettmasse schmilzt, aber die Haut, die kommt nicht mit. Und dann sieht das natürlich auch sehr, sehr unschön aus und macht diese Menschen auch nicht glücklich. Deswegen auch hier macht dann die schnelle, rapide Gewichtsreduktion keinen Sinn. Und dann noch vielleicht noch was Vernünftiges, was Rationales. Wenn man für 20, 25 oder 30, sogar 40 Kilo Übergewicht, teilweise 4, 5, 6, 7, 10, 15, 20 Jahre Zeit benötigt hat, ist es doch auch völlig unlogisch, dass ich dieses Gewicht, was ich überhalb von Jahren angesammelt habe, innerhalb von relativ kurzer Zeit eliminieren kann. Das ist unlogisch. Genau deswegen
verbietet es schon zu sagen, naja, was ich in 20 Jahren aufgebaut habe, in 10 Jahren, das möchte ich jetzt in 6 bis 8 Wochen oder in 12 Wochen losbekommen. Funktioniert nicht, denn die meisten Menschen, die das tatsächlich praktizieren, sind dann irgendwann totunglücklich, weil die Haut meistens drunter leidet und weil sie meistens dann auch immer diesen Jojo-Effekt haben. Das heißt, erreichen mal eine rapide Gewichtsreduktion. Vierteljahr, halbes Jahr, Jahr später sind sie wieder oben. Und so zieht sich das wie ein roter Faden durch ihr ganzes Leben. Deswegen, ihr Lieben, wenn ihr Gewicht reduziert, gibt es eine ganz gute Hausnummer. Das ist so in der Woche circa 500 Gramm im Durchschnitt an Körperfett reduzieren. Ist gut. Das ist ein ganz guter Durchschnitt. Es gibt Menschen, da ist auch ein bisschen weniger. Es gibt Menschen, ist auch ein bisschen höher. Also wenn wir dann insgesamt 20 Kilo haben, da kann man sich relativ schnell ausrechnen, wie lange es dauert, um dieses Fettgewicht sauber zu reduzieren. Warum? Der Körper hat nur eine gewisse Kapazität, Fett zu verarbeiten pro Tag. Und wenn die Menge wesentlich höher ist, dann ist es definitiv auch nicht nur die Fettmasse, was verloren geht, sondern eben auch Muskelmasse und ganz stark auch Wassermasse. Und die Wassermasse, was dann verloren geht, die hat man auch relativ schnell wieder drauf. Deswegen meine Empfehlung, mal nachrechnen, 500 Gramm Fett in der Woche im Durchschnitt, im Mittelwert, manche vielleicht nur 300, 350, manche wieder 600 bis 700 Gramm, dann könnt ihr ungefähr ausrechnen, wie lange ihr benötigt, um das Gewicht gesund und dauerhaft zu reduzieren.